Okay. Wie drehe ich dich am besten so? Wow. Ich bin. Ja, meine Welt ist eine andere. Ja, nun, ich kann vier Arten von Kalender herstellen. Ui. Das, ja. Da gehe ich jetzt gar nicht weiter drauf ein. Nö. Mm-mm. Da das Spiel mich einfach mal fett verarscht, würde ich sagen. War mal so richtig. Hier passiert nichts. Ich müsste auch noch am Haus weitermachen eigentlich, ne? Ich müsste noch so vieles machen. Was, ein Kalenderfachverkäufer? Geil. Ich mache jetzt meinen Kalenderladen auf. Der läuft bestimmt super. Ein Fachgeschäft für Kalender. Das wär's. Ich weiß aber nicht, ob man sich damit sehr lange über Wasser halten kann mit sowas. Aber warte mal, ich kann doch noch. Kann ich nicht noch ein paar Möbel herstellen? Für das Haus auf jeden Fall. Dann können wir das wenigstens noch mal ein bisschen aufwerten. Da hatten uns ja teilweise auch nur so ein paar Sachen gefehlt. Hier war doch, glaube ich, was genau. Toilette und so weiter. Und da müsste ich töpfern. Töpfern muss ich leveln. Da kann ich wenigstens hier mal die Badezimmereinrichtung machen. Und den Kamin. Wisst ihr, dann machen wir das doch mal. Das ist doch mal Ziel. So, da müssen wir töpfern ein wenig leveln. Nasser Ziegel war, glaube ich, nicht verkehrt, als ich den gemacht habe das letzte Mal. Okay. Ich brauche Lehm. Relativ viel. Relativ viel Lehm benötigen wir. So, ich weiß, wo ich Lehm bekomme. Im Dschungelgebiet. Problem ist, ich kann nicht so viel schleppen. Das müssen wir dann anders machen. Und zwar, das machen wir uns jetzt einfach. Ich schmeiß die Dinger gerade nochmal. Warte mal. Die nehme ich mal mit. Für alle Fälle. Wahrscheinlich werde ich ihn eh nicht benötigen, aber egal. Die Schaufel geht noch einigermaßen. Wobei, die lassen wir da drin kommen. Das schmeißen wir da rein. Das Gezubbel schmeißen wir da rein. Dann machen wir uns ein kleines Lager. Oder ein mittleres. Mittleres würde eigentlich reichen. Falsche Werkbank. Mittleres würde eigentlich reichen. Mittel. Speicher, was ja hat. So. Und dann watscheln wir doch einfach noch mal ein Dings in den Dschungel. Die muss ich noch weghauen.
Naja, es gibt ja auch Adventskalender. Ja gut, aber das ist ja so ein Saison, Saison. Meines komme ich mit Wörtern, die ich nicht aussprechen kann. So ein saisonbedingtes Ding, saisonal. Ihr wisst, was ich meine. Ich krieg das Wort jetzt nicht raus. Das ist mir jetzt. Nee. Genau. Das ist ja auf eine bestimmte Jahreszeit beschränkt, ne? Genau, das. Sagen wir es so. Und, ja. Da gibt es natürlich viele Adventskalender. Das ist schon richtig so. Aber ich glaube nicht, dass die sich im Frühling und im Sommer besonders gut verkaufen. Ich glaube, im Herbst fängt es dann so langsam an. Für Halloween gibt es mittlerweile auch Advents, also Halloween-Kalender. Das wäre ja schon wieder was für mich, ein Halloween-Kalender, ne? Könnte ich ja Kalender eigentlich rein theoretisch für jeden Dreck machen, ne? Also, es gibt dann den Adventskalender für Weihnachten, dann gibt es den Halloween-Kalender. Man könnte, rein theoretisch könnte man einen x-beliebigen Kalender zu einem Geburtstagskalender quasi machen, dass man so einen Monat vor seinem Geburtstag oder, ja, oder halt, von mir ist auch 24 Tage, aber vielleicht einen Monat, vielleicht eher so, oder 2 Wochen. Zu seinem Geburtstag hin. Man könnte einen Osterkalender machen. Ja, stimmt, die Funko-Kalender gibt's, ne? Die kannst du ja rein theoretisch, kannst du die ja auch. Also, ja, wobei die sind alle auf 24 Tage beschränkt, ne? Also, man müsste Kalender machen mit anderen. Ich bringe jetzt einfach für jeden Monat einen Kalender aus. Für alles Mögliche. Der frohen Leichnam-Kalender. Tag der deutschen Einheit-Kalender. Keine Ahnung, für jeden Feiertag, den wir haben. Heute wird Sperrmüll abgeholt, Kalender. Keine Ahnung. Ich glaube, das ist Lehm, oder? Bist du Lehm? Du bist Lehm. Schön. So, ich muss mir kurz hier so eine kleine Furche machen, dass ich da reinlaufen kann. So. Da war's. Genau. Dann schütten wir mal hier alles weg. Der von Halloween hat 12 oder 13 Türchen. Okay. Ja, 13 wäre ja eigentlich passend. Also, ne? 13, so diese. Böse magische Zahl 13. Das würde ja zu Halloween eher passen. Oder 666 Türchen, aber das wäre vielleicht ein bisschen viel. So Jahre vorher schon anzufangen, ist vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen sehr viel. Und außerdem würde es, glaube ich, sehr viel Platz einnehmen. Das könnte Probleme bringen. Könnten auch so einen deprimierenden Kalender machen, so, keine Ahnung, Lebenskalender. Dann kannst du halt abzählen, wie lange du noch hast. Ah, das wäre, glaube ich, nee, das wäre. Okay, ja, 13 Türchen. Ja, das dachte ich mir. Also bei Halloween würde 3, also macht 13 mehr Sinn auf jeden Fall.
richtig schönes Lehmloch hier. So, jetzt muss ich gleich gucken, dass ich mir hier die Stelle hier markiere, wenn ich wieder Lehm benötige, dass ich wieder hier hinlaufe. Damit ich jetzt nicht jedes Mal irgendwo anfange, Lager hinzulegen und zu buddeln wie so ein Bekloppter. Dass hier nicht ja irgendwie alles untertunnelt ist. Und dann bricht mir die Welt zusammen. So, was haben wir jetzt da? Das ist ja schon mal ein bisschen was. Hä? Habe ich jetzt irgendwas nicht verstanden? Nein, ich komme. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe es nicht und muss trotzdem lachen. so. Jetzt kann ich ja mehr davon tragen, ne? Siehste. Ja. Jetzt müssen wir aber hier. Zoom, 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 zoom. Wie kann ich. X. B. M. Ich will keine private Nachricht an mich selber schreiben. Wie kann ich denn jetzt hier die Stelle markieren? Kopf ist müde, keine Ahnung. Wie kann ich denn jetzt hier, Wegpunkte. Wegpunkt platzieren. Da. So, jetzt haben wir 50 Lehm, immerhin. Damit gehen wir wieder nach Hause. So, hier müssen wir halt irgendwann eine Straße hinbauen. Dass wir nicht immer so weit laufen müssen. Aber 50 Lehm ist ja schon mal was. Und ich snack hier weiter. Ich habe keinen Kaffee mehr. So. Hüp, hüp, hüp. Kann ich die Sonnenblumen eigentlich auch mitnehmen? Muss ich die abschnetzeln? Stirb, Sonnenblume! Ich glaube, ne? So, wir töten so einen Blumen. Wir warten das mit den Sonnenblumen Van Gogh oder? Van Gogh war es, ne? Nicht Picasso. Er wäre stolz auf mich. Ich glaube, es war Van Gogh. Oder Vin Diesel, keine Ahnung. So. Hui. Hui. Wie komme ich denn da hoch? Ich glaube, ich muss da lang.
Sonst wird das hier ein bisschen eng. So, ich glaube, ich muss gleich nochmal einen Tee machen oder so. Ich bin momentan wieder unter die Teetrinker gegangen. So. Die schmeißen wir nochmal rein. So, den ganzen Lehm. Der, die das Lehm, das nehmen wir mit. Und das brauchen wir hier hinten. Beim Töpfertisch. Speicher, zack. Und zack. So, wie sieht's denn aus? Auf was habe ich denn jetzt Lehm gelevelt? Also Töpfer, nicht Lehm. Das habe ich auf dem hier, ne? Ja. Wir sind kurz vor Stufe 3. Ich wollte schon fragen, ob ich wieder krank werde. Nö, 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 nö. Also, die Stimme ist momentan wieder so ein bisschen weg. Ich weiß nicht, ob ich aktuell wieder mehr rede als sonst, keine Ahnung. Die ist irgendwie andauernd wieder weg. Ich habe keinen Plan, warum. Okay, das können wir mal beenden. Aber ich trinke Tee allgemein einfach gerne. Das ist einfach nur so ein Schild, ne? Ja, da kann ich dann, glaube ich, irgendwas draufschreiben. Nö, das braucht man nicht. Ich will Badezimmereinrichtung. Level 4. Level 7. Ich dachte Level 3. Level 5. Och. Wie viele Lebziegel soll ich denn herstellen? Eieieiei. Wie viel denn noch? Kein Mensch braucht so viele nasse Ziegel. Toll, ich kann auf Level 3 Blumentöpfe herstellen. Das ist ja, puh. Ich meine, ja, okay, immerhin, aber. Ja, machen wir nochmal 50. Ja, mit 200 haben wir dann wieder. Ja, super. Ja, gut. Mir bleibt mir nichts anderes übrig. Was soll ich sonst machen? Diese komische Claymod-Ding machen. Da passiert halt auch nichts, ne? Also kaum. Lehmziegel mit Schiefer. Kann noch Schiefer reinklatschen und dann kriege ich noch mehr raus. Aber ich habe eh schon so viele von denen. So, jetzt haben wir die Stufe 3 erreicht. Ich brech gerade mal ab. Und dann machen wir mal, keine Ahnung. 10 Blumentöpfe. Wer braucht so viele Blumentöpfe? Ja gut, Menschen mit Blumen, aber... Da kann ich nicht mitreden. Das ist auch nicht so meins. Ich hab nicht so den grünen Daumen, ehrlich gesagt. So, Blumentöpfe. So, wir nehmen mal 4 Stück mit. Dann machen wir halt mal ein paar Blumentöpfe in die Bude. Dann ist es so. Okay, klein sind die nicht. Das ist ja schon für eine Palme gefühlt, ne?
Das ist schon ein ordentlicher Klopper. Klein ist der nicht. Ich habe keine Ahnung, wo ich die hinstellen will. Die sind halt echt riesig. Hinter die Tür. Ach ja, ist mein Freund hier. Mein neuer Freund. Ich weiß noch nicht, wie er heißt. Er chillt hier. Er hängt hier so ein bisschen ab. Keine Ahnung, wo ich den jetzt hinstelle noch. Habe noch zwei. Ja, einen könnten wir hier oben hinstellen. Da wird wahrscheinlich eh nichts hinkommen. Und. Ja, wir könnten auch noch einen hier oben hinstellen, ne? Da so. Was machen wir denn da für eine Blume rein? Ein Bonsai. So. Machen wir wieder zu. Was machen wir hier rein? Vergammeltes Essen. Habe ich. Sonnenblumen, schön. Ja, schick. Was haben wir denn noch für Samen? Haben wir noch irgendwelche? Oder vergammeln die auch? Die sind auch vergammelt, ne? Keine Ahnung. Da mache ich da überall Sonnenblumenkerne rein. Dann wird es das Sonnenblumenhaus. Auch schön, wie es einfach in die falsche Richtung gerichtet ist. Ist ein Traum. Finde ich wunderbar. Kann man machen. Ja, immer Richtung Wand. So sehen die Blumen am schönsten aus. Von hinten sieht man sie immer am schönsten, die Blumen. Nenn ihn Fridolin. Okay, dann heißt er jetzt Fridolin. Fridolin chillt in meinem Schlafzimmer. So, wie sieht's jetzt aus mit meiner Töpferkunst? Ist nicht besser geworden wahrscheinlich, ne? Wo war's? Da war's. Es läuft auf Stufe 4 zu. Hier kann ich wieder was reinsetzen. Ich weiß nicht was. Verdoppelt die Geschwindigkeit. Herstellung. Mir ehrlich gesagt wurscht. So. Okay. Was kann ich denn? Ich konnte doch aus den nassen Ziegeln konnte ich doch was anderes noch herstellen. Ziegel aus Lehm. Dafür brauche ich die nasse Ziegel, genau. Und Mörtel. Was brauchte ich denn Ziegel aus Lehm? Ich mach mal 200. Aber das ist fast easy. Was brauchte ich denn nasser Ziegel? Brauchte ich die beim Glas? Nee. Oder Ziegel aus Lehm, besser gesagt, nicht nasser Ziegel. Ziegel aus Lehm, für irgendwas brauchte ich das letztes Mal. Ich habe es wieder verdrängt. Deckenlampe. Wäre ja nicht verkehrt, ne? Aber ich habe noch keine Kerzen. Ein Banktresor.
Dafür brauche ich Gold. Gold habe ich nicht. Ich bin arm. Ich habe das Gefühl, ich komme hier wieder nicht voran. Ich laufe wieder planlos durch die Gegend. Ich weiß es doch nicht. Ich weiß es nicht. Bauen wir jetzt ein Auto. Das ändert bestimmt alles. So, wir brauchen Stoff, den kann ich nachher organisieren. Wir brauchen wieder so einen Ofen und ein eisernes Rad. Wir brauchen ein Eisenrad. Aber brauchen wir nur eins? Wir brauchen Auto. Bräuchte das nicht drei rein theoretisch? Brauch nur eins. Okay, wir brauchen noch einen Ofen. Den Ofen. Konnte ich den am Schmiedetisch herstellen? Wo kann ich den herstellen? Irgendwo kann ich einen Ofen herstellen. Wo kann ich den? Hier kann ich einen Ofen herstellen. Und dafür brauche ich da das andere Zeugs. Den Pfannenwender und so weiter. Und der war wiederum hier, ne? Ja. So, Speicher, den habe ich natürlich nicht zugeteilt, logisch. Herstellung. Da. So, den einmal durchjagen. Dann kann ich. Bauholz brauche ich. Jetzt den Speicher wieder zuteilen. Herstellung, Bauholz. Mir fehlen Nägel mit dem Vargen. Echt jetzt? Ah, das muss ich noch zuteilen, Moment. Mir fehlt Öl. Mir fehlt das Öl wieder, okay. Das kriege ich aber hin. Da weiß ich ja, wie ich das mache. Wenn ich nicht doch sogar noch welches hätte, müsste ich mal gucken. Wird auch sein, dass ich noch welches habe. Nö, habe ich nicht. Habe ich die Samen noch? Sind die auch vergammelt? Sind auch vergammelt. Alles vergammelt. Aber ich kann, glaube ich, welche herstellen. Und zwar. Mach mal 30. Lass mal durchlaufen. Was kostet mich denn der Spaß? Dafür brauche ich nur einen Kompost. Den habe ich halt sogar. Und dann fehlt mir noch Sulfur. Wo kriege ich Schwefel her? Wie fliege Schwefel? Wo kriege ich es her? Guten Tag. Nehme die jetzt gerade mal mit. Ich weiß nicht, ob die Mühle bis dahin greifen kann. Wahrscheinlich nämlich nicht. So, Herstellung. Und dann das ganze Öl. So. Schwupps. So, dann läuft das Öl auch durch. Ich nehme gerade welche mit. Und wir flitzen wieder zurück.